Hallo und willkommen zurück bei Atomic Heart. Juro hat tatsächlich ein paar, drei Kommentare geschrieben unter Folge 3. Ja, da seht ihr mal, ne? Jetzt wo ich das aufnehme, ist Folge 3 erschienen. Es war da geschrieben, na klar bin ich noch am Start. Ja, bin ich mal gespannt, ob du hier immer noch am Start bist. Und der nächste, mir gefällt es sehr gut bis jetzt. Das freut mich, dass es dir gefällt. Ich finde es auch ziemlich gut tatsächlich. Besser als ich erwartet hätte. Ich hätte es nicht so gedacht. So, und dann hast du noch geschrieben, hättest du das Game eigentlich gespielt, wenn ich nicht gefragt hätte? Ich habe tatsächlich überlegt, es zu spielen. Ich hätte es aber wahrscheinlich nicht aufgenommen, wenn du es nicht in Discord geschrieben hättest. Vielleicht hätte es auch gar nicht geholt, ne? Kann auch sein. Also, du kannst schon davon ausgehen, dass es eine Auswirkung hatte. Auch wenn du am Ende der Einzige bist, der jetzt noch guckt. Kann ja sein. Gut, dann machen wir auch mal weiter. Ne? Sieht auch schon geil aus. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, kriege ich erstmal einen Grafikflash. So, wir haben hier Kameras, aber hier ist auch Loot. Ich habe doch hier gerade was Blaues gesehen. Dann weiche ich extra aus und dann sowas, du Schwein. Ich meine, ich hätte hier was Blaues da hinten. Im Busch. Einfach mal eine gelbe Truhe versteckt. Ah, hier haben wir wieder die Uhren. Hör mir jetzt gut zu, Rooster. Ich habe dir ein Paket für den Hehler da gelassen. Ich habe eine spezielle Kiste in den Güterwaggon geladen. Sobald er bei der WDNH anhält, koppelt das System die Kiste ab, damit sie niemand bemerkt. Wenn ich alles richtig berechnet habe, landet sie im Gebüsch. Vergeigt das nicht, ja? Der Scheiß ist wertvoll. Die habe ich schon gelootet. Okay, da kommen die Fliegenden. Ich wollte sagen, kommen hier keine Fliegenden? Das wäre natürlich praktisch. So, hier können wir ein bisschen nach der Map gehen. Hier sind die Güterwaggons, die kaputten. Vielleicht kann man da auch noch was rausholen. Ach, da kommt direkt der nächste Zug. Der fährt aber durch, er hält nicht an. Da scheint aber trotzdem wer zu sein. Errungenschaft, Fortschritt, Avatar. War das wieder was Neues hier oder was? Ich weiß es nicht. Hier liegt doch was. Ha, diesmal hat's geklappt. Er hat es eingesaugt. Ja, moin. Man muss wirklich dann im richtigen Timing bei dem Dings ausweichen. Damit man wirklich ausweicht, ne? Na, wenn man hier wieder so schön eine Landfläche hat oder so schön freies Gebiet, da will ich ja so viel erkunden. Oh shit. Thank you.
Hier die Robos, runter mit euch. Mal, hier ist einer eingesperrt. Wenn man die einsperren könnte, dann wäre das doch schon praktisch. Aber was rennt hier oben rum? Aber die könnten die Supraleiter haben. Die machen wir mal platt. Okay, hier sind aber auch viele andere. Da ist auch eine Kameradrohne. Die wollen wir natürlich nicht. Ich heil mich irgendwie nicht so gut selber. Wollte ja eigentlich, dass er sich von selber heilt. Also gucken wir mal auf die Karte. Ich will in dieses Testgelände. Ich bin schon viel zu weit gelaufen, okay. Hätte ich jetzt aber auch nicht gewartet, dass die Karte sah so groß aus, dass das dann trotzdem so schnell ging, dass man in das andere Gebiet kommen. So, hier müssen wir schnell abhauen, weil die kommen ja direkt da raus, ne? Ach, gebt ihr denn nie Ruhe? Ganzen Flieger. Und da ist Lenin. Genau wie beim WDNH in Moskau. In der Tat. Doch seine Statue wurde nicht von einfachen Arbeitern errichtet, sondern von Robotern, die anhand der Skizzen eines Bildhauers gearbeitet haben. Diese Methode wird immer beliebter. Moin. Wenn du Beef willst, kannst du den haben. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel hier gucken, um alles killen, weil die kommen ja eh alle wieder, ne? Der da könnte aber ein Problem werden. Vor den Kameras muss ich trotzdem aufpassen. Klar, wenn wir dann wirklich viel Ressourcen farmen wollen, dann kann man das da relativ schnell mitmachen. Aber es könnte auch problematisch werden. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Hier ist auch noch ein Habicht. Ah, guck mal hier. Schön Safe Spot. Speichere Daten. Was soll es sein, Major? Gib mir Fähigkeiten. Der Kettenblitz. Vielen Dank. Der Feind ist in höchster Alarmbereitschaft. Oh, das ist ein neuer. Die Kamera ist schuld.
Höchste Alarmbereitschaft ist gar nicht so geil. Weil dann droppen die nämlich hier Verstärkung. Aber das ist ja genau das, was ich meinte. Jetzt können wir hier schön Ressourcen aufsammeln. Wie viele dann kommen. Gut, wenn da so viele kaputte Roboter sind. So, jetzt gehen wir aber erstmal schnell hier weg. Klar, der repariert die dann alle, aber das macht er ja so oder so. Ich habe bis jetzt auch nicht herausgefunden, woher diese Ruckler kommen. Ich meine, klar, die sind immer wieder mal nervig, aber ich finde es jetzt auch nicht so unglaublich schlimm, aber es ist trotzdem kacke. Ob es an der Grafik liegt, weiß ich nicht. Aber ich meine, es läuft ja so die meiste Zeit auch hier so mit 60 Frames und auf einmal gibt es so diese Mikro-Ruckler. Was halt aber kurios ist, dass meine Hardware überhaupt nicht richtig genutzt wird, ne? Okay, die sind immer noch nicht fertig. Ich dachte, die müssten mittlerweile durch sein. So, gehen wir mal nach oben. So, jetzt können wir uns hier zumindest reinhacken. Haben wir keine Kamera hier beim Testgelände in der Nähe? Da oben ist irgendwas. Man kann auch keine Wegpunkte machen, ne? Das heißt, wir müssen uns da so ein bisschen ranarbeiten, dass wir jetzt da so hingehen. Habicht 03 zum Testgelände. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Ich frage mich, wozu man dann hier auf diese Kameras zugreifen kann. Es muss ja dann irgendwie so sein, dass man vielleicht wieder was ich noch machen wollte, ist, das vielleicht auch ein bisschen helfen könnte. Wäre nochmal die Empfindlichkeit zu reduzieren. Weil je langsamer ich das Bild bewege, desto flüssiger läuft es auch. Was hast du gegen den Genossen Stockhausen? Ich habe was gegen Feiglinge. Früher marschierte er im Stechschritt durch Berlin und jetzt ist er ein Vorzeigekommunist. Das ist nicht ganz fair. Genosse Stockhausen war während des Zweiten Weltkriegs Arzt und Forscher. Er war ein Professor der Medizin. Wieso verteidigst du ihn eigentlich? Ich mag ihn einfach nicht, okay? Mir doch egal, was er mal war. Ich hasse es, wie er den Boss in den Arsch kriegt. Ach, vergiss die Sache einfach.
Aber das machst du doch auch. Im Prinzip. So, was haben wir hier? Hier ist das Testgelände. Und das müsste der Habicht sein, aber da komme ich ja nicht hoch. Ja, das ist der Habicht. Kann ich vielleicht aber hier hingehen und was mit denen machen? Ich hab gedacht, man könnte die vielleicht wegmachen und dann fliegen die weg oder so. Auf zum Testgelände. Das ist das hier nicht. Verdammt. Aber jetzt habe ich die Kameras vom Testgelände. Sind das diese paar Bäume? Ist das das Testgelände? Nee, ist genau hier hinter. Genau dahinter. Ne, wenn man mal guckt, wie die Kameras stehen, diese Kamera, die ich nicht aus... Doch, jetzt kann ich sie. Die zeigt aufs Testgelände. Ja. Ach, Sekunde. Sekunde, ich muss wahrscheinlich die Tür auch mit der Kamera öffnen, ne? Zack. Gut, dann gehen wir mal runter. Dann gehen wir mal nach da hinten. Hier war ja auch noch eine blaue, was Blaues. Wir müssen nur auf die Kamera achten. Okay, dann gehen wir rein. Wie kommen wir rein? Ich will hier nicht den ganzen verdammten Tag rumirren. Denk nach, Genosse Major. Gibt es eine Möglichkeit, die du noch nicht in Erwägung gezogen hast? Es muss ein Weg ins WDNH führen. Moment, das ist das Testgelände 1. Ist das jetzt das WDH oder was? Moin. Wir haben jetzt Zugang zum wissenschaftlichen Testgelände, Genosse Major. An solchen Orten kannst du in Zukunft wertvolle Waffen finden. Ach, du und dein wissenschaftlicher Scheiß. Wieso in Ehrliche Zukunft? Bürger werden durch die Aussicht auf eine rosige Zukunft getäuscht. Kein Kommentar. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns mal diese Ausrüstung an, dank der ich... In einem Gebiet mit starken Magnetfeldern kannst du durch den Einsatz von Schock gegen Magnetspulen ihre Polarität ändern. Gut zu wissen. Tag erleben kann. Leck, leck. Gibt's jetzt hier keinen Weg mehr zurück, oder was? Ah, doch. Ja, wir gehen erstmal den anderen Weg. Da ist immer diese Mikroruckler, ne? Ich weiß halt nicht warum. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, hier ist gar nichts. Ob die alle so groß sind wie das erste Gebiet, wo wir drin waren, oder ob die eher kleiner sind? Also ich denke mal, dass die kleiner sein werden. Das werden so kleine Herausforderungen wahrscheinlich sein, oder?
Auf jeden Fall läuft hier Musik. Die magnetische und mechanische Werkstatt von Testgelände 1 ist zuständig für erstens Versorgung aller Test- und Forschungsaktivitäten mit Proben, zweitens Herstellung externer Gehäuse für Thermal- und Kolbenmaschinen und drittens Schleifen von gleichmäßigen und zylindrischen Oberflächen sowie Funken-Erosionsbehandlung von Maschinenteilen. Das ist jetzt natürlich doof, weil durch den Leck bin ich hier runtergefallen. Hier direkt dicke Musik läuft. So, hier sind wir schon mal hier. Schön. Neuen Griff. So, jetzt müssen wir den irgendwie hochkriegen. Also hier ist... Also die Ruckler sind momentan echt hart, ne? Guck dir das mal an, ey. Ist ja nur noch am Ruckeln. Auf die Leistung. Läuft alles gut. Internet ist am Ruckeln bei mir, aber es hat ja nichts hier mit dem Internet zu tun, oder? Das geht mir jetzt auf den Piss. Muss man vielleicht Vollbild finden? Machen wir mal Vollbild. Wir setzen die Grenze auf 60. Vielleicht muss ich V-Sänger ausmachen. Hä, den Schrank hatte ich doch schon. Ne, es ist immer noch. Die Schubladen. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt sogar öfter ist. Jetzt ist es noch schlimmer, oder was? Was ist denn das? An der Qualität kann es eigentlich nicht liegen. Denn, ich meine, klar, wir können es mal probieren. Machen wir mal DLSS auf Performance. Nee, ist immer noch. So, meine Grafikkarte ist immer noch nur bei... Oh, lustig, jetzt wenn ich von Qualität auf Performance gehe, ist meine Grafikkarte von 30% auf 40% Leistung angestiegen. Aber es ist immer noch. Hier hinter ist irgendwie was. Da kommen wir aber nicht durch. Ach Moment, ich habe da doch eben was gesehen. Aber könnten wir auch hier hoch? Ich muss hier nachher erst nochmal die Folge neu starten. Also den PC, ich weiß nicht. Das hat immer ein bisschen was gebracht. Also Internet... Das Einzige, also alles läuft eigentlich konstant gut. Nur Internet ist halt am Flackern. Und zwar im Prinzip genauso wie hier das Bild. Aber was hat das mit dem Internet zu tun?
Eigentlich gar nichts. Zu den Thermalmaschinen von Testgelände 1 gehört eine Archimedes-Schraube, die von der thermischen Emission eines wärmeabgebenden Kerzeelements angetrieben wird. Die Maschinen erzeugen 2 Millionen Kilowattstunden Elektrizität im Monat. Genug, um das ganze Testgelände ein Jahr lang zu betreiben. Leck. Naja, vielleicht stimmt bei meinem PC irgendwas anderes nicht. Möglich ist das. Hier kommen die dann nachher raus, wenn sie nicht sogar schon rausgekommen sind. Was ist denn mit dem los? Oh, die Tür ist wieder aufgegangen. Ist das? Ein Spezialtransporter für wertvolle Fracht. Von den Mitarbeitern wird er scherzhaft als Genosse Plünderschaft bezeichnet. Wertvolle Fracht ist ja schön und gut, aber warum steckt das Ding da fest? Zu seinen Grundfunktionen gehört ein Perpetuum mobile Antrieb, der es ermöglicht... Langweilig. Gib mir die Kurzversion. Er kann sich schnell zwischen bestimmten Punkten bewegen. Da bewegt sich gar nichts. Sein Perpetuum mobile Antrieb ist wohl im Eimer. Naja, auf jeden Fall habe ich die Kiste gelootet. So, und hier war aber noch irgendwas. Okay, da geht's noch weiter. Hier kann man durch die Wand. Also hier nicht. Also das ist gerade echt schlimm. Moin. Looten war noch nie so interessant. Dass man auch alles schön aufsaugt. Kostet auch tatsächlich ein bisschen Konzentration. Ja, hier geht's sogar noch weiter. Also hier gibt's noch so viel weiter, dass das... Ich gehe gerade noch mal zurück. Sonst übersehe ich hier nachher noch was.
Und zwar die Truhe hier. Was ich noch nicht probiert habe, was ich immer mache, ich stelle immer die Bewegungsunschärfe aus. Wo waren das nochmal? Da. Ich bin kein Freund der Bewegungsunschärfe. Das ist, ich würde gern wissen, was das ist. Seht ihr das? Die Frames unten rechts, die brechen auch immer, wenn ich rumgucke, ab. Dann benutze auch mal meine gesamte Hardware. Guck mal, das ist sogar auf der niedrigsten Qualitätsstufe. Interessanterweise sind meine Frames jetzt noch schlechter. Also das ist jetzt die niedrigste Qualität. Und selbst da ruckelt es. Lustigerweise hat sich die GPU nicht gerade stark verändert. Meine GPU-Auslastung. So, das ist jetzt maximal wieder. Jetzt geht sogar die GPU-Auslastung runter tatsächlich. CPU ist bei 10%, Arbeitsspeicher bei 30%. Die SSD tatsächlich bei 0%. Grafikkarte pendelt zwischen 6, jetzt gerade zwischen 30 und 36. Kurios. Gehen wir erstmal weiter. Aha, ich wusste, dass hier noch was ist. An alle Mitarbeiter von Testgelände 1. Um unnötige Unfälle zu vermeiden, bitte den Testbereich verlassen, sobald der aktive Testalarm ertönt. Denkt daran, ein Sowjetarbeiter achtet immer auf seine Umgebung. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter von Anlage 3826. Oh.
Der nächste. Dass hier doch so viel ist. Wie komme ich denn an diese da dran? Okay, das ist echt furchtbar. Beim nächsten Speicherraum starte ich neu. Hier läuft wieder die Musik. Da müssen wir hin. Jetzt müssen wir da hoch. Oh. Ja, gut. Was ist denn jetzt los? Ja, jetzt bin ich irgendwie... Ah, nee, Digga. Ja, Kacke. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ey, sag mir nicht, ich muss jetzt diese ganze Scheiße nochmal neu machen. Oh Mann. Zu den Thermalmaschinen von Festgelände 1 gehört eine Archimedes-Schraube, die von der thermischen Emission eines wärmeabgebenden Kerzeelements angetrieben wird. Die Maschinen erzeugen 2 Millionen Kilowattstunden Elektrizität im Monat. Schön. Genug, um das ganze Testgelände ein Jahr lang zu betreiben. Die Frage, ob ich hier das Ding geholt habe. Nee. Was ist das? Ein Spezialtransporter für wertvolle Fracht. Von den Mitarbeitern wird er scherzhaft als Genosse Plünderschauf bezeichnet. Wertvolle Fracht ist ja schön und gut, aber warum steckt das Ding da fest? Zu seinen Grundfunktionen gehört ein Perpetuum mobile Antrieb, der es ermöglicht... Langweilig. Gib mir die Kurzversion. Er kann sich schnell zwischen bestimmten Punkten bewegen. Da bewegt sich gar nichts. Dein Perpetuum mobile Antrieb ist wohl im Eimer. Nicht gesagt, dass ich beim nächsten Speicherpunkt neu starte, weil das hier so scheiße ist. Ich will zumindest zu dem Punkt waren, wo ich letztens war. Jetzt muss ich auch den ganzen Kram hier wieder looten, ne? Ja, ich loote den Raum und dann starte ich neu.
Kann ja so nicht sein. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, dann ist es ruckelfrei. Also bis dann. Ciao!